Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Schnittmasken ganz einfach Bilder einfügen könnt und denen einen gewissen Ausschnitt eben zuweisen könnt. Hier in dem Beispiel habe ich aus meinem Standard-Fotobild einen abgerundeten, also einen Rahmen mit abgerundeten Ecken gemacht. Ja, und das geht eben mit Hilfe von Schnittmasken unheimlich einfach, beziehungsweise gibt es relativ viele Möglichkeiten, was man dann daraus machen kann. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir öffnen dazu einmal ein neues Projekt, geben dem Ganzen mal eine Größe von 1000 mal 1000 und haben sofort eben jetzt erstmal unsere weiße Fläche, die wir mit dem Füllwerkzeug einfach mal schwarz färben. Wir machen eine neue Ebene und auf dieser Ebene wählen wir jetzt mal dieses Werkzeug hier aus. Das ist das Rechteck mit abgerundeten Ecken. Wer das nicht sehen sollte, einfach mal mit der Maustaste kurz draufklicken und dann habt ihr hier die Auswahl. Ja, wir wählen uns das aus. Ich habe als Radius eben 10 genommen. Umso größer der ist, umso abgerundeter sind natürlich auch die Ecken. Und wichtig ist erstmal, dass ihr hier das dritte Symbol wählt, also das die Pixel, also dass das Bild mit Pixeln gefüllt wird. Ja, hier würde dann automatisch eben so ein Shape Layer erstellt werden, aber wir machen das mal nur mit gefüllten Pixeln. Wir wechseln jetzt mal in die Farbe Weiß und ziehen uns einfach mal ein Rechteck. Das haben wir jetzt auch hier. Wir duplizieren uns das Ganze auch gleich noch und verschieben das mit gedrückter Shift-Taste nach rechts, damit wir auf einer Höhe bleiben und noch einmal duplizieren diese Ebene und mit gedrückter Shift-Taste schieben wir auch das wieder nach rechts. Wir wählen jetzt alle drei Ebenen aus und machen mal einmal Merge Layers, also dass das alles auf eine Ebene reduziert wird und verschieben das mal etwas mittiger. Und jetzt duplizieren wir auch diese Ebene. Mit gedrückter Shift-Taste ziehen wir es nach unten. Einfach nur, dass wir hier eben jetzt ein kleines Raster erhalten, damit ihr dann später auch leichter erkennt, was eigentlich mit diesem Schnittmasken möglich ist. Ja, wir lassen das jetzt auch hier so. Ich markiere wieder alle Ebenen und gehe auf Merge Layers bzw. auf eine Ebene reduzieren, heißt das glaube ich in Deutsch, und drücke mir das jetzt noch etwas mittig. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt gibt es einmal die Möglichkeit für eine Schnittmaske, dass ihr das Foto ganz normal einfach zum Beispiel in einer anderen Auswahl auswählt, kopiert und hier einfügt. Oder ihr geht einfach über File und Place bzw. Platzieren in der deutschen Version und sucht euch hier das Bild aus. Ich habe es gleich einmal hier und ihr könnt das natürlich jetzt gleich verschieben und es seht aber eben, das Photoshop hat automatisch eine neue Ebene erstellt. Ich ziehe das mal etwas größer, dass es auch alle dann letzten Endes einnimmt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und bestätige das Ganze jetzt einmal mit einem Häkchen, beziehungsweise setze ich hier oben, wo die Kette ist, noch einmal einen Klick drauf. Das bedeutet einfach, dass das ursprüngliche Verhältnis des Bildes nicht geändert wird. Und wenn ich jetzt sozusagen nach links, beziehungsweise an den Ecken ziehe, geht es eben immer um dasselbe Verhältnis, größer beziehungsweise kleiner. Ja, wir haben das Bild jetzt hier so eingefügt. Jetzt klick auf das Häkchen und es ist nun da. Und leider sehen wir diese weißen Felder überhaupt nicht mehr. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn wenn wir jetzt Rechtsklick auf das Hauptbild gehen und Create Clipping Mask bzw. Schnittmaske erstellen anklicken, sehen wir sofort, dass das aktuelle Bild jetzt nur noch durch die Umrandungen des vorhergehenden Bildes eben dargestellt wird. Das liegt einfach daran, dass bei der Clipping Maske das Bild, das darunter liegt, ihr seht hier, ist es etwas eingerückt sogar, letzten Endes die Schnittmaske vorgibt und das heißt, alle gefüllten Pixel in dieser Ebene sorgen dafür, dass das Bild darüber angezeigt wird. Also das muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass diese Ebene nur mit weißen Kästen eben gefüllt sein soll. Die können auch blau, schwarz oder was weiß ich sein. Hauptsache, es sind Pixel darauf und sobald es gefüllt ist, wird jetzt hier eben dann die Schnittmaske hier angewendet. Das Gute daran ist jetzt, dass ihr immer noch in das ursprüngliche Bild gehen könnt und es jetzt zum Beispiel verschieben
und automatisch entsteht dann eben, also passt es sich der Schnittmaske an. Solltet ihr das Bild allerdings etwas zu hoch schieben, seht ihr gleich, er hat hier nichts mehr zum Schnittmasken befüllen, deswegen bleibt es hier dann weiß. Genauso könnt ihr auch auf diese Ebene gehen und hier die Felder bewegen. Das ergibt euch dann eben die Möglichkeit, viele kleine Kästchen natürlich auch zu machen, in denen ihr dann einzelne Bilder dahinter legt. Und anstatt, dass ihr dann jedes einzeln anpasst, könnt ihr einfach über Schnittmaske das ganz schnell auswählen. Interessant wird es auch, wenn ihr jetzt mal auf die Ebeneneinstellungen geht. Die verändern die Pixel nicht. Deswegen können wir jetzt hier auch mal einen Stroke, also beziehungsweise eine Umrandung hinzufügen. Und ihr seht, wir haben eben hier eine weiße Umrandung, die jetzt dann allerdings nicht mehr durch die Schnittmaske eben mit einbezogen wird, sodass es so aussieht, als hätten eben diese vielen kleinen einzelnen Bilder diese Umrandung. Ja, ihr könnt dann natürlich auch noch Schatten hinzufügen, was die Ebeneneinstellungen hier eben alles so hergeben. Aber mir ging es ja erstmal nur darum, dass ihr erstmal erfahrt, was ist eine Schnittmaske, was bringt es mir eigentlich. Und das Tolle ist eben, ihr könnt, gerade wenn ihr jetzt nur Layout-Seiten zum Beispiel erstellt, weil ihr jetzt irgendeinen Grafikauftrag habt, könnt ihr die Flächen sozusagen einfach mit einem Bild füllen, und sollte euer Auftraggeber dann der Meinung sein, dass das nicht das richtige Bild ist, könnt ihr es natürlich ganz schnell mit Hilfe einer Schnittmaske austauschen und müsst keine Einstellung nachträglich nochmal ändern. Ja, das war's dann auch von mir schon, und ich hoffe, es hat euch gefallen.